Mein Name ist René Barth. Ich arbeite im Projekt D3, Deutschdidaktik Digital, an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Unsere Aufgabe ist es, die Lehrenden dabei zu unterstützen, die Qualität der Lehre zu verbessern. Ich habe heute über Portfolioarbeit bei uns in der Fachdidaktik Deutsch an der MLU gesprochen und wie wir im D3-Projekt die Portfolioarbeit unterstützen, welche Probleme es dabei gibt und wie wir versuchen, diese Probleme zu lösen. Ja, die Rückmeldungen waren sehr positiv. Unsere Lösungsansätze sind auf viel Interesse gestoßen, auf großes Interesse. Und vor allem, was die Reflexionskompetenz und ihre Operationalisierbarkeit angeht, stand im Fokus. Wir haben darüber gesprochen, ob man diese überhaupt bewerten sollte und was die Studierenden denn überhaupt wissen sollten, was Reflexion eigentlich bedeutet. Unsere Studierenden verbinden Portfolioarbeit wahrscheinlich mit sehr, sehr viel Arbeit. Die Rückmeldungen sind durchaus positiv. Ich bin im Projekt auch für die Evaluation zuständig und bekomme diese Informationen eigentlich aus erster Hand. Letzten Endes muss man sagen, dass es noch so ein bisschen Probleme gibt, was das stetige Arbeiten über das Semester hinweg an den Portfolios angeht. Aber auch da sehen die Studierenden teilweise den Sinn in dieser Arbeit. Man muss es ihnen bloß ermöglichen, tatsächlich vielleicht auch mit sanftem Nachdruck dann dran zu bleiben und daran zu arbeiten.